Hallo meine Freunde, hier ist der Christian. Heute geht es um eine Figur, aber eigentlich doch nicht. Heute geht es um Prinz Adam. Ja, Prinz Adam habe ich leider als Vintage-Figur nicht mehr. Werde ich mir wahrscheinlich wieder zulegen, weil er gefällt mir immer, immer besser. Das hier ist die Super 7-Version. Hier ist das New-Zeichen, was früher bei den anderen Figuren auch drauf war. Ich glaube, das waren die letzten Waves, wo das New drauf stand. Oder es waren einfach Figuren, die nochmal rausgebracht wurden. Das weiß ich nicht. Hier erst ab 15, 14 plus. Nicht wie sonst immer 5 Jahre plus. Oder bei den Origins 6 Jahre plus. Hier Heroic Secret Identity of He-Man. Er ist Sinon TV, das haben alle diese Super 7 Figuren. Und er hat einen Hüftschwung. Twist in Powerful. Nee, Figure Twist for Power Punch. Und das finde ich so, so cool, dass sie den Power Punch wieder eingesetzt haben. Und das hätten sie bei manchen Figuren, wie beim Jitsu hier, hätten sie wenigstens oder beim Whiplash den Hüftschwung lassen können oder den Schlagarm. Das wäre je nachdem, es wäre schon cool gewesen. Hier, der glänzt ein ganz bisschen, aber das Gesicht finde ich gelungen. Richtig cool finde ich das. Nur der Anzug ist bei dem Bordeaux-rot gewesen. Hier ist er so rosa. Der Knopf ist ähnlich wie früher. Hier hat er sein rosa Zauberschwert. Die Hose und die Stiefel. Früher hatte ich einen Adam, weil er einfach zur Verwandlung dazu gehört hat. Ich habe dann mit der Burg gespielt, meistens hier mit ihr. Und dann habe ich bei der Macht von Grayskull gesagt. Und dann habe ich den Adam so ganz schnell in die Ecke geschmissen, damit man ihn nicht mehr sieht, wenn er dann He-Man ist. Aber je länger ich ihn mir angucke, desto besser gefällt er mir. Ist eine wirklich tolle Figur. Hier steht halt Super 7 anstatt Mattel. Und hier ist die Rückkarte. Wer das lesen will, mache ich mal kurz. Ist ein richtig cooles Bild, wie der Adam da angelt, gell? Und hat gerade einen Biss. Oh, hier, diese Fische strecken eben die Zunge raus. Hier so wieder. Oh, und da hinten ist der Merman. Richtig, richtig cool. Da so ein rotes Monsterchen. Der Adam mit zwei Kätzchen. Gefällt mir richtig gut. Und wer meckert wieder rum? Die Teela. Oh, und der Trapjaw im Gebüsch. Richtig mega. Also das Artwork gefällt mir richtig, richtig gut. Hier diese Pilze und Blumen. Sehr schön gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wer das gemacht hat. Finde ich auch super hier der Cringer mit einem Kätzchen auf dem Kopf. Ja, hier ist nicht viel, nur dass man die Hüfte drehen kann für den Power Punch. Und hier ist die Größe abgebildet, 13,79 Zentimeter. Collect them all. Hier die Heroic Warriors. He-Man, Orko, Prinz Adam, Teela, Man-at-Arms und She-Ra. Und hier die Evil Warriors, Skeletor, Merman, Beastman, Trapjaw und hier die Horde mit Hordak. Finde ich auch eine tolle Figur. Aber ich liebe diesen Merman und er ist so teuer geworden, dass ich ihn mir nicht kaufen will. Ich will ihn ja, aber ich kann es mir nicht leisten. Es geht nicht alles. Aber ich liebe das Gesicht von diesem Merman. Einfach super cool. Hier ist nochmal das tolle Artwork. So, und dann erkläre ich jetzt, warum eigentlich drei. Hier haben wir den He-Man, den Prinz Adam. So, dann wird er verwandelt und ist der Transforming He-Man. So, und dann ist die Endfigur da mit He-Man. Also quasi die ganze Verwandlung vollzogen. Zack, zack, zack.
Richtig cool. Und die Hülle hier ist ja was Besonderes. So eine Japan-Box. Hier der He-Man, wie er in Filmation aussah, ohne diese roten, wie soll ich sagen, was sind das? Button oder was sind das? Diese roten Sachen, die der He-Man so an seinem Harnisch hat, oben diese roten Flecken, ihr wisst ja, was ich meine. Das hat er hier nicht. Das haben sie wahrscheinlich aus maltechnischen Gründen einfach weggelassen. Dann hast du hier ein super Artwork. He-Man mit der Axt auf Battle Cat ohne Sattel und ohne. Nee, der Sattel ist da, aber ohne Maske. Hier Castle Grayskull. Oh, sieht das cool aus. Mit diesem vorgestülpten Maul. Richtig krass. Wie kennt ihr diese Haie, die ihr Maul so rausstülpen können, um Fische zu fangen? So sieht das aus. Richtig mördercool. Ob das die Shirella ist, das weiß ich nicht. Hier das Super Seven Zeichen und hier Skeletor. Echt super cool, die Wolke mit den Blitzen und die Berge. Fantastisch, echt super. Also ich lieb ja sowas. So, dann haben wir hier auf der Seite nochmal coole Artworks. Das ist das von eben. Dann steht hier, kann ich natürlich nicht lesen, ob das Masters of the Universe heißt. Und hier nochmal so ein cooles Artwork mit Skeletor im Hintergrund. Ist das der Faker? Kann man nicht erkennen. Man at Arms, Battle Cat, wieder ohne Helm. Richtig, richtig cool. Von oben haben wir das hier. Von der anderen Seite ist wieder das gleiche. Und hier haben wir es nochmal in groß. Richtig cool, wie der Skeletor aussieht, Alter. Als hätte er ein drittes Auge. Gell? Wie bei den Indern. Die haben ja auch so, sagen, man hätte ein drittes Auge. Richtig krass, wie das aussieht. Hier Beastman. He-Man ganz, ganz wild mit den wilden, wehenden Haaren. Und das wird dann Teela sein, hier, sie. Hier liegt der Helm vom Battle Cat. Und irgendjemand feuert von Castle Grayskull aus. Richtig schön. Ob sowas auch von Origins mal geben wird, so Prototypen. Kartons, vielleicht mal ein Los Amos eingepackt, wer weiß. So, den Transforming He-Man hatte ich euch ja schon mal in einem separaten Video gezeigt, aber ich zeige nochmal die Karte. Die ist total abgefahren mit diesen Blitzen überall. SCTV, das ist aber bei der Box, haben sie es weggelassen. Aber hier beim Prinz Adam und diesen normalen Karten haben sie es gemacht. Er hat mir unheimlich gut gefallen und er leuchtet richtig gut. Hier nochmal sein Artwork. Ist er noch Prinz Adam? Passt ja zum Prinz Adam. Und verwandelt sich in He-Man. Hier sind die Heroic Warriors. Stratos auch cool, She-Ra auch cool. Evil Seed, Shadow Beaver. Und wieder der Hüftschwung. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr es guckt, oder einen schönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid alle gesund. Ich grüße euch und auf Wiedersehen. Ciao!